Hallo zurück bei der Sims 4 Decades Challenge. Ah, Es sind die still letzten zwei neu. Tage angebrochen. William ist zurückgekommen von seinem Date und er geht sofort hundemüde ins Bett. Der Rest der Familie hat sich eigentlich um sich selbst gekümmert, aber alles, was sie geschafft haben, scheinbar, ist sich auszuschlafen. Was ich total scheiße finde. So, ich hoffe, du kriegst ein bisschen Spaß und eigentlich sollte auch irgendjemand hier fürs Aufräumen sorgen. Das hat offensichtlich keiner getan. Das heißt, das hängt dann doch an Grace. Ich muss mal schauen, ob da vielleicht dann jemand. So, so, Boah, Grace hat Teriff. echt zugenommen. Irgendwie sieht voll kräftig aus. Okay, ja, im Buch essen, lesen. Dir geht's ja auch ausgezeichnet. Dann kannst du, wenn du den Ton, vielleicht hat er den in der Tasche, nein. Wenn ich den Ton wieder gefunden habe, dann könnte er doch. Immer das Gleiche, hier. Dann könnte er das Bild noch fertig malen, wenn er so fit ist. Irgendwie sind jetzt alle super wach. Das ist natürlich dann der Nachteil davon, davon, dass man. Ja, komm, dann. Ja, musst du das wohl reparieren. Wenn man den Rest der Familie allein zu Hause lässt. Oh, Was macht ihr beiden Sickerbust. hier? Louis und Jessie? Ja, ihr müsst beide aufs Klo, deswegen. An die Arbeit. Dir geht's gar nicht so gut, ne? Auch eigentlich. Ah, okay, du bist schon inspiriert. Dann. Formen fortsetzen. Und da ist das Spielzeug wieder überall. Oh oh. Und Louis hat noch mehr zu tun, offensichtlich. Aber vielleicht kann das auch der Papa übernehmen, weil irgendwie. So, guck mal. Das muss ja schließlich getan werden. Was ist eigentlich, wenn man zu lange wegbleibt? Verhungern die auch, wenn man nicht zu Hause ist? Bestimmt, oder? Was möchtest du hier machen? Ein Möbelstück herstellen. Auf jeden Fall sehr gerne. Das ist jetzt echt doof, dass sie alle wach sind für die ganze Nacht. So, ich warte erstmal ab, ob er das dann überhaupt macht. Der Papa muss sich auch mal wieder mit jemandem unterhalten. Baby machen ist nämlich jetzt nicht mehr. Das verbiete ich. Nee. Aber Jessie muss zuerst aufs Klo. So. Und Jessie braucht dann auch ein bisschen Spaß. Den kriegt er. Ich weiß nicht, wie. Vielleicht kann er auch doch nochmal was lesen. Und wenn du Spaß brauchst, dann könntest du. Was war das? Landschaftsgemälde war das, oder? Ja, komm, dann warum nicht? Okay, Papa kümmert sich tatsächlich um alle Kühe. Das ist sehr nett. Normalerweise macht er ja da immer nur die Hälfte. Dann schauen wir mal, was wir für ein Möbelstück vielleicht nochmal herstellen können. Ich hätte ja super gerne diese. Wie wäre es mit dem Wandschmuck? Den können wir dann auch. Oder warte mal, ein Esstisch ist wertvoller. Den können wir dann auch verkaufen. Dann verdienen wir nochmal ein bisschen Geld. Irgendwas wollte ich eben auch noch sagen. Guck mal, jetzt muss ich die echt. Nee, ich mach das nicht. Das kannst du weglegen und mit den Büchern helfe ich dann halt. Das ist echt. Also, das ist richtig doof an diesen Gruppenaktivitäten. Ach so, das hast du dir jetzt schon geschnappt. George erlangt mehr Zufriedenheit, wenn er auf einem Piratenschiff-Spielturm spielt. Okay. Aber das ist ja cool. Jetzt haben wir dann gleich sein Bestreben hier. Schon einen Schritt weitergebracht. Und vielleicht. Aber warte mal. Ach, Louis. Lee. Guck mal, du musst doch auch inspiriert sein. Wo hat dein Bruder denn den kleinen Tonklumpen gelassen? Ah, hier. Oh mein Gott. Boah. Wir haben direkt. Wir haben. Direkt hier. Oh, okay. Mit drei Spielsachen spielen. Und, Level 5 der Kreativitätsfähigkeit erreichen. Das ist krass, okay. Insgesamt 5 Stunden Instrumente spielen. Alle 5 Bildtypen. Boah. Und Level 10 der Kreativitätsfähigkeit erreichen. Okay, krass. Puh, da haben wir noch einiges vor uns, aber. Gut, dann ins Inventar. Dann könntest du ein Stück Kuchen essen, wenn du möchtest. Ins Bett wollt ihr ja irgendwie alle nicht.
Aber ich wollte den Tonklumpen finden. Wo ist der Tonklumpen? Hier. Guck mal, dann kannst du etwas Neues formen und dann dein Bild weitermalen. Vielleicht bringt das ja was. So, Grace kann ins Bett auf jeden Fall. Genau, sehr gerne. Oh, oh. Wer war das? Diese Teenager immer. Das ist doch nicht zu fassen. Alter, es wird schon hell. Oh Gott, ich hätte Grace eher ins Bett schicken sollen. Oh, shit. Okay, du... Baden und dann mit den Kühen spielen vielleicht? Das hatten wir ja gesagt, dass ich das eine ganz gute Idee finde. Es ist Samstag. Hm. Ja. Samstag, das ist gut. Guck mal, dann alle nochmal schnell vielleicht so ein kleines Nickerchen im Bett. Damit... Jessie hat die Grauenfähigkeit erworben. Okay. Damit wir nicht... Oh Gott. Nicht zu kaputt sind den ganzen Tag. Ich muss nochmal schauen. Oh je, oh je, oh je, oh je. Das ist nicht so cool. Aber warte mal, wenn du jetzt inspiriert bist... Heute ist Samstag, also... Okay, erst aufs Klo. Und dann... So, verwenden. Und dann kannst du das Bild weitermalen. Boah, bin schon wieder überfordert. So, dir geht's prima. Dann kannst du ja mit dem Pferd spielen. Und genau, du gehst aufs Klo, kannst vielleicht dann hier so einen Keks essen. Du bist auch noch wach. Am Baden. Ach so, okay. Gut, dann sind jetzt eigentlich fast alle am Schlafen und am Rumjammern. Ich muss weiter aufräumen, das geht einfach sonst nicht. Aber irgendwie lässt sich nicht alles aufräumen. Ja, also ist nicht so schlimm, wenn wir jetzt alle hundemüde sind. Ich kann das ja tagsüber dann aufholen mit irgendwelchen Nickerchen. Warum lasst ihr euch nicht aufräumen? Ach Mann. So, und das Klobuch auch. Ziemlich eklig. Ew. Komm, auf den Tisch wenigstens. Na gut. Georgie spielt draußen. Du bist jetzt wieder inspiriert. Das heißt, du kannst das Gemälde fortsetzen. Und danach sich direkt schlafen legen. Den Kühen geht es gut. So, also sieht doch alles ganz hervorragend aus. Schlafen ist dann eigentlich... Brauchst du eigentlich dann nicht mehr machen. Aber ich möchte, dass Louis auf jeden Fall heute gut gelaunt ist. Damit wir eventuell entweder heute eine Teenagerversammlung oder... Also ich... gute Frage. Ich würde eigentlich gerne... Ja, wobei. Nee. Nee, alles gut. Okay, dann mache ich das, wenn sie erwachsen sind, das, was ich noch im Kopf hatte. Und mache dann jetzt noch an einem Tag... Eine Teenagerversammlung, vielleicht ist das besser, wenn wir das am Geburtstag machen. Und... Oder Sonntag. Weil Samstag muss man wahrscheinlich ja trotzdem helfen und dann könnte man bei der Kirche vielleicht... Na... Dann... Wie wäre es mit Bewässern? Hier, guck mal. Also so langsam... Sterben die schon weg, das kann schon sein. Das ist ärgerlich. Also dann könnten wir mal kauen. Könnten wir mal schauen, was denn hier William so zur Auswahl hat. Oh, er ist auch nur mit Annie befreundet noch. Das ist tragisch. Alice ein bisschen, Jenny ein bisschen. Sind die überhaupt alle noch Teenager? Die sind alle noch Teenager, die wir jetzt in der Gruppe haben. Und die werden auch wahrscheinlich so schnell nicht altern. Da sind die beiden dann die Ersten. Vielleicht... Tja. Könnten wir auch mal schauen. Er hat ja... Wen hat er noch kennengelernt? Kennt er noch irgendjemanden? Clara. Das sind Kinder. Jenny. Carrie ist wahrscheinlich jetzt Erwachsene. Laura ist auch Erwachsene. Annie, Alice, Lila. Okay, also es gibt halt Annie und Alice, Jenny und diese Clara. Vielleicht können wir uns mit Jenny treffen. Ja. Was macht ihr?
Seid ihr immer rumalbern? Jemanden kennenlernen. Das hast du auch immer noch nicht gemacht, ne? Warum eigentlich nicht? Da, guck mal, du kannst mal Jack Dalton kennenlernen. So, guck mal. Mach das doch mal, Kind. Ja, also es ist eine gute Frage. Ich, eine Teenagerversammlung oder ein Date? Nein, nicht weglaufen, nicht weglaufen! Oh! Oder wir könnten mit Lester spielen. Wir kennen Lester noch gar nicht? Ich dachte, wir kennen Lester. Ach man, du sollst doch aber... Aber... Hä? Ach du... Oh nein, du sollst nicht Lester kennenlernen. Du sollst Lester kennenlernen. Und fragen, ob der mit dir abhängen möchte. So, so. Können ja mal über Süßigkeiten schwärmen. Gut, aber der Wunsch hat sich erfüllt. Eine Gruppenversammlung kannst du auch nochmal machen. So, zurück zu den Teenagern. Ich weiß immer noch nicht, ob ich besser... Ach, es gibt so viel zu tun. Warum nimmst du nicht von dem Kuchen, der hier rumsteht und bald anfängt zu gammeln? Oh, das ist ja süß. Es war nicht so mega schön, aber das könnte eigentlich irgendwie hier unser Häuschen sein. Das ist doch irgendwie süß. Okay, dann hat er sich doch nochmal ins Bett gehauen. Du bist wach, das ist auch schön. Ja, ich muss dann mir jetzt noch überlegen, mit wem ich dann Louis irgendwie mal ausgehen lasse. Oder ob ich ihn vielleicht mit mehreren Mädchen ausgehen lasse. Dass er so ein kleiner Mädchenschwarm wird. Oder ja, was auch immer man da so machen könnte. So, erstmal essen und dann diese ganzen Bedürfnisse. Also es sind echt richtig viele Sims. Ich würde schon gerne William auch dann irgendwann mal ausziehen lassen wollen, damit wir einfach so langsam ein bisschen mehr Luft bekommen. Weil 7 Sims ist schon viel. Und dann mit den begrenzten Möglichkeiten, was Klo und alles mögliche hier angeht. Guck mal, ihr könnt doch... Wo bist du? Ihr könnt doch zusammen spielen, oder nicht? Wann bekommt man die Auswahl, dass man so eine Gruppe bilden kann? Kriegt man das nur, wenn man verabredet ist? Hey, bleib doch hier. Ihr sollt doch zusammen spielen. Spielt doch zusammen. Diese Piepsstimme. Das ist so geil. Na gut, dann spiel halt alleine. Ist mir auch egal. Beziehungsweise... Naja, aber du kannst auch vielleicht dann doch mal ein Fahrzeug zeichnen. Das müssen wir ja scheinbar sowieso irgendwann. Und, gut, der Papa muss sich dann hier auch... Oh Gott, die Pflanzen sehen echt nicht gut aus. Also, ich verstehe da eure Sorge und ich weiß auch nicht, warum die dann jetzt, okay, los ist bei den Dingern. Kühn. War gut. Naja, aber wir können ja wiederbeleben und deswegen... Wobei, warte mal, ist die hier vorne schlechter geworden dadurch? Die ist doch dadurch nicht irgendwie... Weiß nicht, benachteiligt, oder? Hat sie ein Level verloren oder sowas? Ich glaub's eigentlich nicht. Okay, das ist auch sehr wunderschön. Das könnten wir hier vielleicht hinhängen. Eine sehr künstlerische Familie, ich weiß ja auch nicht, ob man das damals so hatte. Die Kinderzeichnungen könnte ich vielleicht verkaufen. Mal gucken. So. Ja, also ich denke, ich werde in der nächsten Folge dann mir was für Louis überlegen. Also für die nächste Folge mir was für Louis überlegen. Und du kannst noch mal ein bisschen schmökern, wie das so geht mit Mädchen. Angesi, dir scheint mir da das passende Buch zu sein. Damit das nächstes Mal noch besser läuft mit der lieben Annie. Also befreundet sind sie auf jeden Fall sehr gut. Aber schauen wir mal, vielleicht ja auf der Gruppenversammlung dann. Ich möchte natürlich die Teenager auch wieder zum Geburtstag einladen. Und... Oh, du brauchst dringend irgendwas hier so...
Was musst du eigentlich noch machen? Level 10 erreichen? Und das mit den ausgezeichneten Pflanzen, das bekomme ich halt irgendwie auch nicht hin. Das ist... Ich möchte eigentlich nicht gegen Käfer einspielen, aber wenn die hier dadurch dann nicht... Ich warte noch mal ein bisschen ab. Das ist ja... Geht ja dann ganz schnell. Also es... Ja, ich schau noch mal. Ich warte noch mal. Ein klein wenig. Ansonsten braucht er nur... ein Geigenkonzert geben. Und mit Louis möchtest du irgendwas besprechen. Das kannst du. Lernt euch mal kennen, gerne. Okay. Gut, und du möchtest mit Oliver und du möchtest... So, ich schaue jetzt noch mal so ein bisschen nach den... ja. Du kannst das auch auf dem Klo machen, na klar. Da kommt direkt der Nächste. Hä? Ja, Leute, das ist nicht so der geeignete Ort. Genau, geht mal wieder raus, damit die Mami sauber machen kann und putzen und was auch immer. Und, ein bisschen weiter aufräumen wäre auch eine Idee, ich weiß aber nicht. Doch, jetzt geht's. Oh Gott. Gott sei Dank. Das ist echt immer so ein Chaos mit den Büchern. Okay. Wieso kann ich das nicht wegstellen? Will das schon jemand essen? Ach Leute, nehmt euch doch... Guck mal, nehmt euch doch, was hier steht. Nein, sie räumen den ganzen Dings da aus. Was ist das? Zusatzhausaufgaben. Und Louis kennenlernen. Warum möchten alle Louis kennenlernen? Ich glaube, die wollen sich alle gut halten mit dem Erbe. Dann versuche ich das nochmal, ob ihr das vielleicht nebenbei von alleine macht. Und ansonsten kannst du... Du hast ja noch nicht mal normale Hausaufgaben gemacht. So, du hast auch schon wieder Hunger. Ihr schlaft noch. Das ist auch verständlich, aber es gibt Kuchen. Es gibt wie immer Kuchen. Dann... Jessie ist selbstsicher. Sims mit diesem Merkmal fühlen sich gut in ihrer Haut und stecken voller Zuversicht. Was möchte er denn hier noch... Ah, okay. Ja, wir machen ja demnächst auch wieder eine Gruppenversammlung. Ich muss mal überlegen, vielleicht machen wir die einfach zu Hause? Ich weiß nicht. Ich möchte heute, glaube ich, gerne... Oder mache ich die heute? Also die Folge ist auch schon wieder rum. Ich überlege mir das dann. Bis dahin. Guck mal, du kannst danach eigentlich auch mal ein Nickerchen machen, wenigstens. Gut, vielleicht schon mal hier den einen leer essen. Ja, also ich hoffe, es hat euch gefallen, diese kleine Ordnungsfolge, damit alle so ein bisschen mal wieder in der Reihe sind. Ich versuche zumindest, das alles so ein bisschen hinzubekommen. Wahrscheinlich kriegen die das noch viel besser hin, wenn man sie einfach selber machen lässt. Aber ich habe dann immer so das Bedürfnis, mich da einzumischen. Also ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich werde mir bis zur nächsten Folge überlegen, was ich jetzt heute unternehmen werde mit den Sims. Ob ich Louis alleine losschicke mit dem einen oder anderen Mädchen. Vielleicht will er sich ja auch zwei raussuchen. Ich weiß es nicht. Oder ob ich dann heute die Gruppenversammlung mache. Das, Moment, ich mach mal Pause. Das sehen wir dann in der nächsten Folge. Und da sehen wir uns dann hoffentlich wieder. Bis dann.